Hallo, meine Damen und Herren. Da sind wir wieder und ich hoffe, dies war die richtige Taste. Was war das denn jetzt eigentlich gerade für eine komische Radiomoderatorstimme, die du da veranstaltet hast? Das musste einfach sein, da hatte ich gerade Bock zu. Ach so. Weil immer so ein ist irgendwie ein bisschen dumm auf Dauer. Ja. Übrigens, wir kämpfen gegen Mea Culpa, Mea Maxima Culpa. Ja, und den spreche ich auch wieder. Wie habe ich den gesprochen? Du sprichst eigentlich alle Bösewichte. So. Da ist er, das junge Glück. Hand in Hand kommt es hier einfach hereinspaziert. Lass mich raten. Ja. Mit YOLO geredet, oder? Möglich. Aber denk nicht, wir veranstalten hier ein Picknick. Und denk nicht, ich bin der nette Parkwächter. Parkwächter? Ich hinterfrage es aber nicht. Oh wei, der ist stark. Ja, so leicht. Vielleicht hätte ich doch ein bisschen weiter spielen sollen in meinem eigenen Spielstand. Ich wäre dir sehr verbunden gewesen. Sagen wir so, ich habe Drakim noch geschafft in meinem Run. Okay. Also sagen wir so, ich habe gleich viele besiegt, aber andere. Ich hätte das Nebel vielleicht mal rein können. Ach, was soll's. Jetzt habe ich nur einen Kryptoschlag. Eissturm bringt recht wenig auf. Nein, und Pelipper ist, glaube ich, auch Eis gewesen. Pelipper ist Wasserflug. Wasserflug. So gesagt, Nibel ist ziemlich nutzlos. Was haben wir denn schönes Alternativen? Mantax wäre gut gegen Rizoros auf jeden Fall. Ja, ja, aber mein Tank schon raushauen? Ach, was geht's? Rein da. Das ist nötig. Damirplex. Ja, jetzt, ne? Ich hab Damirplex, aber ich selber in meinem Spiel, da habe ich die vierte Tage schon, ne? Ach, einfach Kryptoschlag auf Pelipper, komm. Kryptoschlag auf Pelipper, gut. Ich hätte es gesagt, was die Psychstar oder Psywelle oder was auch immer das Vieh am Ende noch kann, aber. Ich hätte jetzt versucht, Rizoros zu hypnotisieren. Das ist auch eine Möglichkeit, aber ich bin ziemlich sicher, dass Rizoros sowas wie Erdbeben einsetzen könnte. Oder Steinwurf oder. Steinwurf für mies. Na, wir werden sehen. Ja. Früher oder später. Oder ach, Toxin. Ein Wissenschaftler spielt Rizoros mit Toxin. Das ja. Ist unerwartet. Quecksilbereinlagerung. Oder was auch immer. Wahrscheinlich. Aber hey, mit deinen Wasserattacken machst du jetzt vierfachen Schaden? Nee, warte. Doppelter Schaden ist bei einfacher vierfacher. Ich glaube. Sechsfacher oder 7,5-facher Schaden? Aquavelle auf Rizoros raus. Genug auf jeden Fall. Ja. So. Kryptoschlag, glaube ich, nochmal Pelipper. Ach ja. Hau ich Rizoros raus. Nur für den Fall, dass es dann. Vertrauen wir auf meinen Mantax. Vertrauen wir auf Mantax. Natürlich. Also, bis jetzt ist das ein ziemlich dämlicher Bild für das. Weil eigentlich. Na, sagen wir so, für eine. Für ein NPC ist das ein dämlicher Bild. Competitive könnte das vielleicht sogar ein bisschen halten. Und Toxin ist erstmal eher so eine Defensivstrategie. Ach, wir werden sehen. Eben. Ja, ich laber hier jetzt mein gefährliches Halbwissen, was eigentlich eh keinen Menschen interessiert. Ist dabei etwas ruhig. Hi. Hallo Leistungsanmeldung. Ist doch gar nicht nervig oder so. Schutzschild geht es nur für eine Runde, ne? Ja. Und es ist nicht wirklich nervig, weil es wirklich nur in Kolosseumaufnahmen rauskommt. Ja. Und jetzt ist er wieder weg. Nein, das war keine Schleichwerbung. Eigentlich schon, aber wir kriegen dafür ja nicht mehr Geld. Eben, also Geld. Und. Ja, ich hab's doch gesagt. Das Boden wir Stein, das See, das war eine Wasserattacke und es hat geregnet. Und dort ist Stab drauf. Das war bestimmt mindestens siebenfacher Schaden.
wenn meine Rechnung, die ich eh immer irgendwie falsch im Kopf habe, aufgeht. Pass auf Toxin, du wirst geheilt. Ja. Immer und immer wieder. Dafür geht allerdings Dumplex ins Bad. Ach, was soll's. War eh nicht stark. So, was hat jetzt da rausgehauen? Starmie meine ich, ne? Ja, Starmie. Wasserpsycho. Gegen Psycho ist Capoeira-Dumms, Nibel macht Eisschaden, Keifel ist Boden-Pokémon. Ariados hat, glaube ich, gegen Psycho auch eine Schwäche. Ach, Ariados raus, scheiß drauf, komm. Die sind ziemlich anfällig gegen Psycho, wenn ich so sehe. Ja. Psycho-Propaganda. Das Gift macht recht viel Schaden. Eigentlich 11 sind das jetzt gewesen. Toxin macht anfangs, glaube ich, die Hälfte Schaden von normalem Gift und danach jede Runde doppelt so viel. Schön zu wissen. Beides nicht wirklich viel Sinn. Starmie wird wohl keinen H2O-Absorber haben. Behaupte ich mal. Du hast immer noch Wasser und Stab, das ist dann immer noch in. Es dürfte stärker sein als Flügelschlag. Wir machen ach, keinen Schimmer, einfach rein damit. Das ist Starmie, nicht Pilipper. Ja. Blutsauer. Blutsauer ist Käfer. Boah, ich hab keinen Schimmer, Käfer gegen Psycho, aber tief ist es nicht. Nee, ich spiele nicht mit Käfer. Einfach weiter Kryptoschlag auf Pilipper, komm. Jo. Yep, das war zu erwarten. Ariados, war zu erwarten und... Dead. Ja. Ich hab irgendwie gehofft, Ariados wäre schneller, aber es war mir schnell, ich bin nicht schnell vor. Liebe. Liebe ist schnell wenigstens. Ja. So, dann schauen wir doch mal. Jetzt kommt das für Absorber. Boah. Hat's damn Damage. Nicht. Wenigstens hast du geheilt. Ja. Dafür. Ihr Spieler hat tot. Ja, Regen verstärkt auch seine Attacken. Es wird nicht jedes Mal doppelt so stark, sondern anscheinend immer nur dieselbe Menge stärker. Also doch eher Flügelschlag. Ach, wenn du so willst, kannst du auch gleich Bodycheck nehmen, das ist stärker. Ist das? Ja, okay. Und Eissturm auf Weile, weiles Wasser. Eis auf Wasser nicht effektiv? Nein. Ich. Mach's trotzdem mal. Wir wissen, wie wir Schaden das am Ende doch macht. Was, Starmie? LOL. Also wenn ich Starmie mit Donner auf 1 gespielt hätte, dann hätte ich es auf Mantax gepackt, aber... Tja. Capoeira. Capoeira. Ich will Keifel eigentlich nicht rausnehmen, bis das scheiß Psycho-Pokémon weg ist. Läuft und Capoeira so selbst will ich eigentlich auch nicht raushauen, weil wegen... Pilippa. Ach, natürlich. F. Häbele. Wir sind auch 7 Level über uns, also. Aber jetzt hat Regen aufgehört. Das heißt, eine Runde lang kein Surfer. Stimmt. Nochmal Multicheck. Ja. Und Dreifachkick? Ach, ich hab vergessen, dass der keine Attacke, keine Schaden macht, die nicht Kampf ist. Ja. Wäre dann Dreifachkick auf Starmie. Okay. Weil Pilipper ist für die eine Runde eh. Boah, Glück gehabt. Dass es nicht mehr regnet. Was hat das hier für eine Verteidigung? Eine hohe. War mir klar, dass das nicht sehr effektiv ist, aber Pilipper war diese Runde eben eigentlich, naja. Heiler von uns. Das nächste Runde, ja.
Ja. Hast du jetzt nicht sogar noch ein Antitoxin dabei? Das wäre jetzt voll episch. Test das gleich mit Capoeira und Kontakt solltest du angreifen. Ja, du hast eins dabei. Aber test das mit Capoeira. Mit Mantax solltest du angreifen. Immer noch. Okay. Weil Mantax ein Ding ist, zu Capoeira wenigstens Schaden macht. Doch, eher Flügelschlag, huh? Das hat noch Step drauf. Ja, komm, Flügelschlag. Ich habe keine Ahnung, was dem Spiel wirklich Schaden macht, also. Da waren die Eis. Gift. So. Philippa sollte dich jetzt eh heilen. Toll. Das hätte dich aber gekillt, ob du jetzt voll geheilt wärst oder nicht. Also mit hoher Wahrscheinlichkeit. Yay, Keifel, ein Pokémon, das gegen Wasserattacken anfällig ist. Ein Gegengift verschwendet. Warum ist Kulpa nicht einfach mal mit ähnlichen Pokémon drin wie vorher? Oh, sind überlebt. Boah, das ist doch nicht anfällig gegen Wasser. Wegen Eis? Wirklich? Taufler? Taufler macht dich für eine Runde sicher. Nee, ich glaube, du bist langsamer. Ach, kein Schimmer. Kryptoschlag wird keinen von beiden wahrscheinlich direkt killen. Taufler ist auch nicht sehr effektiv und auf Philippa sogar wertlos. Das überlasse ich dir. Mir egal. Ich habe jetzt nicht auf die Seite gehabt, aber ich glaube, es wäre ein guter Zeitpunkt für eine Aufnahmepause. Zumindest. Warum? Weil ich glaube, dass so knapp 5 Stunden rum sein dürfte. Ich fahre einfach nach und wir sind alle kurz mein Aufnahmeprogramm. 12 Minuten, okay. Dann machen wir noch weiter. Beenden wir diesen Kampf noch. Ja, gut. Sorry, ich war vorbei. Einmal anbaggern. Schau, dreifach Kick. Hypertrank. Ja. Ach, du mich auch. Hyper, du mich auch. Warte mal, bis er sein Endteil rauskommt. Oh je. Dass nämlich auch auf diesem Level immer noch mit Donner und Regentanz arbeitet. Und Nummer 1. Und Nummer 2. Guck mal, ich bin erst um Drakim. Von deinem Pokémon her dürfte Drakim auch was besser sein. Die waren ja geheilt, ne? Ja. Problem ist, was andere Auswahlmöglichkeiten hättest du? Griffel. Ne, kannst schon mal weitergehen. Griffel und. Falsche Richtung. Ah ja. Ne, hättest du Griffel, Forstelka und. Skorgler. Skorgler anfällig gegen Wasserattacken. Griffel einfach nur ein Normal-Pokémon. Forstelka, Käfer, Stahl. Da bezweifle ich, dass das allzu großen Damage machen kann. Ja. Denke ich. Ich finde es übrigens faszinierend, wie wir bei diesem riesengroßen, ultramodernen Turm, wo im Erdgeschoss oder sogar halb im Keller drin sind. Don't look down on me! Ich glaube allerdings, dass du gesprochen gehabt. Ich habe aber keine Ahnung mehr wie, das war ja irgendwie fast am Anfang vom LP. Naja, fast am Anfang. Irgendwie so. Pseudo-Macho. Habe ich nicht komplett übertrieben gesprochen, als würde der von Steroiden leben? Ja. Alter, keine Ahnung mehr. Ihr habt wirklich Glück, dass ihr hier bei mir gelandet seid. Das ist ganz anders als vorher, aber egal.
Und mit eurem Abenteuer-Spielchen ist es jetzt erst einmal aus. Kurze Pause. Ja, das ist der Moment, das genau. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den gesprochen habe, wie, ja, wir haben den einfach so als Gorilla dargestellt, da habe ich, glaube ich, irgendwie so gesprochen, aber ich habe einfach echt keinen Schimmer mehr. Was dargestellt? Gorilla, so. Achso, ja. Ich stehe da wie so ein Gorilla, ich, hier ist. Ja, stimmt. Keine Ahnung. Genau, das war das hier. Ha. Sie sind fast schwächer auf jeden Fall. Welser als Wasser-Boden-Typ. Ach, wie geil jetzt Pflanzenattacken wären. Haha. Lepumentas als Geist-Boden, würde ich fast sagen, mit Schwebe oder Geist-Unlicht. Ich habe Lepumentas nie gespielt. Ja, vom Schaden her auch einfach mal ein Eissturm-Boss. Okay. Bei Lepumentas bin ich nämlich nie so sicher. Du musst einfach mal Welser hypnotisieren. Erstmal auf Welser. Okay. Ja, das war eine super Hypnose. Du hast hypnotisieren gesagt, das war zu leise. Okay, es war nicht sehr effektiv. Aber die Initiative ist gesungen. Erstmal ja, Welser. Ja. Mehr hab ich nicht gehört. Das macht auch sehr viel Schaden. Sunday. Hulk Hogan. Der zum Glück eigentlich gar nicht ganz anders aussieht oder so, aber hey. Nein, weil der auch so einen japanischen Lied über die Woche gemacht hat. So ein ganz, ganz schlechtes. Schlag? Eher als ganz Ruhe, denke ich mal. Ja. Yeah. Glaub fast, doch Welser Betäuben macht mehr Sinn. Ja. So, jetzt kann ich auch ziehen. Aber das Welser Elementes Gespann mit Erdbeben kenne ich zu Genüge. Ich meine, gegen den habe ich jetzt schon gekämpft. Daneben. Oh. Verschwalle. Oh nee. Aber wenigstens sah es nett aus. Oh. Ja, boah, ich wollte ihn jetzt rauspacken. Ich hab den zweiten Gegner schon wieder vergessen. Hippomentas, genau, Achso, ja. Wenn ich auch noch eine Ahnung hätte, welcher zwei Typen Hippomentas war. You know what? Kann ja raustappen. Aber ich würde wahrscheinlich schon Capoeira raushauen, das macht schon den meisten Sinn. Okay. Ist bedroht. Bodenpsycho, wie gesagt. Ich hab Unlicht gesagt, ne? Aber Boden war es. Boden hat immerhin gestimmt. Bodenpsycho, ja, dann. Stimmt, das war's. Wasserattacken. Aha, da kannst du Wasserattacken reinhauen. Ja. Oh, das bringt jetzt gerade wenig, ich weiß, aber halt gleich mit Mantax. Dreifach-Kick auf wen auch immer. Er ist tot ausnahmsweise mal. Naja, es hat jetzt irgendwie 75% die Trefferschaft. Wahrscheinlich gleich gar nicht. The Pain. The Animation. Dreimal hintereinander. Okay.
Like, oh my god, WPlex is down. Und Madax ist raus. Du hast praktisch auch nur eine Runde dafür, weil dein liebes von Sonnenstrahl, von Sonnenlicht Getränk des Lepomentas, nämlich Sonnenstrahl und eine Aufladung jetzt spielen kann. Solarstrahl heißt es. Also hau nochmal ein Dreifachkicker Lepomentas, um sicher zu gehen. Dann jetzt am besten eine Aquavelle rein, in der Hoffnung, dass du schneller bist. Nachteil ist, du machst jetzt auch weniger Schaden wegen der Sonne, ne? Na, natürlich hat es eine. Hat das eine Fernkampfverteidigung? Eine psychische Verteidigung. Gut, aber auch physisch ist das jetzt nicht so schwächlich. Ich weiß, es ist defensiv. Das Sonnenlicht müsste weg, meine Güte, das würde uns einiges erleichtern. War ja, glaube ich, schneller als. Warst du, ja. Glaube ich. Also nochmal. Aquavelle kann noch ihr Verwirrung. Hoffen wir da drauf. Ja. Du warst schneller. Du. Warte. Eine Runde noch, sonst ist er down. Okay. Ach ja, klar. Das war mir fast noch rechtzeitig. Nächste Runde wacht Delta auf. Mit ziemlicher Sicherheit. Was will ich leben? Egal. Wichtig ist auf jeden Fall, Mantax am Leben zu halten. Das sage ich hier jetzt schon. Gleich für gegen Entei. Oh mein Gott, Spoiler. Nee, nicht wirklich. Ja, haben wir schon. Eben. Noch ein Move. Wow, Delta hat jetzt aber dann gutes Limit erreicht. Mantax rausholen? Nein, Mantax kann drin bleiben. Okay. Dann heile ich aber Capoeira. Das kannst du tun. Oder besser nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob die Beldra mit einer normalen Flugattacke ausgerüstet ist. Wenn ja, wäre das ein bisschen dumm, aber ja, komm. 70 Leben hoch ist das besser als gar nichts. Aquavelle wie Beldra. Beldra, okay, nicht doch eher Welser. Welser ist von selber von Typ Wasser, das macht keinen Sinn. Und die Beldra ist Typ Boden mitunter, das macht mehr Schaden. Siehst du, Welser wird zurückgerufen. Wie cool das einfach ist, der hat. Jetzt ist die Schlafperiode, glaube ich, nochmal neu, oder? Keine Ahnung, bin ich mir nicht sicher. Hä? Ja, dass dieser Schlafcounter jetzt neu sich runterzählt. Bin ich sicher, habe ich nie getestet. Ah, okay, danke. Dass ich das gemacht habe. Überlebt. Aber doch mal ich das nicht auf. Ja. Dreifachkick Beldra. Dreifachkick was Delka, würde ich sagen. Delka, okay. Weiß nicht, ob es gegen Käfer ineffektiv ist, aber gegen Stahl sollte es effektiv sein. Jo. Miss Sophie. Echt? Kann man es auch nicht vor? Cheerio, Miss Sophie. Doch, ja. Bei einem der vier Leute. Gut. Wusstest du das nicht? Das Einzige, was ich mir eigentlich mal merken kann. Ich so drauf geachtet. Ja, sag mir, ich guck das jedes Jahr, also. Ah ja. Wir haben. Nein, ich sag. Ah, die haben beide Erdbeben, ne? Nies. Ich würde sonst sagen, nee, Kaifa hat doch keine Eisattacke, ne? Nee, ich guck. Bah, wie armselig, wie armselig. Ach komm, Hariados raus.
Hope will never die und so. Das ist irgendwas Fire Emblem. Wer das wusste, wird jetzt wahrscheinlich eh. Ich freue mich. Sich freuen wahrscheinlich, weil. Kekse um zwei. Dass sie da eine der Charakterinnen ist, über die dann immer so ein Waifu-Hype auch losgeht. Neben eigentlich ziemlich jeder anderen. Ja. Ja, klar, genau. In dem Fall. Ja. Ich würde lieber Leia, genau, ja. Gerade fast das größere Qual ansehen. Ach. Ah. Who decides? Und nebenbei für den mittlerweile so unglaublich unwahrscheinlichen Fall, dass jemand das mit den Hope Will Never Die überhaupt rafft von unseren raren Zuschauern. Nein. Einfach nein. Eher Lissa. Leute verstehen's. Wenn man überhaupt verstanden hat, was ich gesagt habe und ich jetzt nicht so genuschelt habe, who cares? Das hat mit dem Thema nichts zu tun. Das habe ich nichts verstanden. An Englisch. Ich sagte eher Lissa. Aber okay. Hamburg. Danke. Mit Sonntag gestärkt. Meine Fresse. Der Kerl hat aber auch Komplexe, oder? Der andere stärkt alles mit Regentag, der hier mit Sonntag. Haben die irgendwie keinen. Ja, das sind so. Diese Gottkomplexe, weißt du? Aus Ben-Gorilla-Gott. Ich Godrilla. Godrilla. Oh, diese Schmerzen. Leider. Aber ein Kugelschlag reicht da fast sogar schon. Würde ich mal hoffen. Aquavilla auf dem Stärker dann. Ja, wobei, wenn das weg ist, dann kommt hier Ente raus. Ja, komm, mach. Ist auch okay. Na, den sehe ich nicht so gemacht, siehst du? Sehe ich. Und. Okay. Heiß. Nice, ja. Wir haben schon wieder fast eine halbe Stunde. Wenn man mal nicht auf die Uhr achtet. Wenn man plötzlich immer selber cutten muss hier drin, was unglaublich nervig ist, aber. Ja, aber. Ist einfach und ich muss nicht rennen.